heisst du und was machst du für Fritschi? Mein Name ist Stefan Ibach. Ich bin Geschäftsführer der Firma Fritschi und habe die letzten 4 Jahre sehr intensiv an der Bindung mitgewirkt. Das heisst von der Idee bis und mit zum finalen Produkt, das wir jetzt hier sehen. Nachdem ich jetzt schon ziemlich viel von diesen Bindungen montiert habe und auch schon gefahren bin, habe ich mal so ein bisschen den Eindruck, sie verbindet eigentlich die besten von allen Bindungswelten. Also sie hat die Einfachheit von einem System, das Dynabit schon lange macht. Sie bietet die Sicherheit, die bisher alle Alpine-Bindungen geboten haben, mit der Frontalauslösung. Sie hat aber auch die Einfachheit in der Bedienung und auch besonders in der Montage, wo viele Alpine-Bindungen haben, mit der Sliderplatte hinten dran. Und intelligent finde ich auch, dass eigentlich der Vorderteil ein sehr breites Bohrbild hat, wo einerseits natürlich in der Montage auch hilft, dass der Winkel nicht so leicht verschoben wird auf den Schuhen hinten, aber auch halt das Ausreissen von der Bindung vorne ein bisschen vermindert, weil die Kräfte auf die einzelnen Schrauben nicht so gross sind. Meinst du, mit dem habe ich etwa umfasst, was die V-Pack kann, oder gibt es noch andere Aspekte? Ja, merci für dein Feedback. Ich denke, du hast da sehr genau drauf geschaut, du hast sehr viele Punkte getroffen. Das Ziel von 4 Jahren war, dass wir Leichtgewichts-Tourenbindung entwickeln, die kompatibel ist mit Schuhen mit Inserts. Von daher haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir einen Sicherheitsstandard von der Diamir übernehmen. Den gleichen Sicherheitsstandard von der Diamir-Bindung, das heisst vorne Seitwärtsauslösung, hinten Frontauslösung. Auch die das Handling, die Bedienbarkeit von der Diamir, möglichst einfache Bedienung. Das kombiniert natürlich mit einer definierten Sicherheitsauslösung und einer maximalen Kraftübertragung. Und das tut sich dort drin schon wieder spiegeln. Das Breitsportbild ist sicher wichtig für die Kraftübertragung, insbesondere auch, wenn man die Schuhentwicklung anschaut. Wir haben Schuhe, die steifer sind oder aber auch komfortabel sind zum Auflaufen. Für die Ski, die wieder breiter sind, gibt es größere Kräfte, die man muss aufnehmen muss. Wo man aber ganz klar auch durch das getrennte System vorne seitwärts, hinten frontal, so aufgeteilt, dass die Bindung eben auch definiert wird auslösen und nicht übermäßige Kräfte nachher auf die Montagepunkte zu schrauben kommen. Was ist denn jetzt in der Entwicklung von der V-Pack vielleicht das kniffligste Problem gewesen, wo ihr am meisten Zeit verbraucht habt und die innovativste Lösung herauszutüfteln mussten? Als wir auf der grünen Wiese angefangen haben, haben wir uns nur einen Fixpunkt gesetzt. Der Fixpunkt sind die Inserts hier, die Pins hier zu den Inserts und die Pins hier zu den Inserts gewesen. Von dort her waren wir dann frei gewesen. Am Anfang hatten wir den Eindruck, dass der Hinterbereich recht anspruchsvoll ist, wo wir uns aber dann intensiver um den Vorderteil kümmern und widmen konnten, haben wir festgestellt, dass das die absolute Challenge ist. Wir haben 28 technisch absolut differente Lösungen gebaut, bis wir das Resultat hatten, das uns jetzt widerstellt. Das war recht knifflig im Bereich auf Leichtgewicht. Bauhöhe, Aufbauhöhe meine ich mit dem, Stabilität. Und da kannst du nur mit wenig Teilen fahren, das war schon eine rechte Challenge gewesen. Da haben wir sehr, sehr lange und sehr, sehr hart gearbeitet. Oft vor Mauern gestanden, die unüberwindbar geschonnen haben. Aber mit vereinten Kräften konnte man auch die überwinden. Jetzt, vorne hat es zwei Pins, wo man beim einen kann die Distanz ein bisschen verstellen kann. Wieso ist Fritschi die einzige Bindung, die das anbietet? Wieso ist das relevant? Gibt es viele Hersteller, die nicht so genau arbeiten? Oder ist das in Zukunft wird das noch mehr sein? Wir sind natürlich die einzige. Was ist der Zusammenhang mit der Seitwärtsauslösung? Der Grund, wieso wir es einstellbar machen, ist, dass wir jetzt zwei Schuhstandarten haben. Es gibt einen Schuhstandard für Alpine Skischuhe. Es gibt einen Schuhstandard für Touren-Skischuhe. Das ist DIN 9523. Aber für Inserts, die in den Schuhen drin sind, gibt es keinen Standard. Es gibt also keinen Standard, wo sich der Insert hier befindet, welche Geometrie das er hat und wie breit das er ist. Das ist der Grund.
Wenn wir zu den anderen Bindungssystemen kommen, die arbeiten mit einem Knäuhebelsystem vorne. Das Knäuhebelsystem ist immer ein Klemmsystem. Das heisst, wenn der Insert weniger oder mehr breit ist, tut es weniger oder mehr klemmen. Das hat auch schon zu Resultaten geführt am Markt. Wer im Markt ist, weiss das. Und wir haben hier kein Klemmsystem, mehr ein Haltesystem. Wie bei einer Backenbindung. Und somit können wir, wenn notwendig, die Breite individuell auf ein Insert einstellen. Und nur so hast du definierte Sicherheitsauslösung Werte, weil wir können nicht verklemmen. Sonst geht es, würde der Schlitten nicht mehr zurückstellen. Neben dem, dass die Distanzen unterschiedlich sind, ist es auch so, dass die Löcher vorne im System zum Teil unterschiedlich geschliffen sind. Ja. So ist es zum Beispiel mir schon aufgefallen, dass ein Garmont oder jetzt ein Scott-Schuh zum Beispiel in einer klassischen Dynafit-Bindung seitwärts gar nicht ausgelöst werden kann. Also das verhockt wie drin. Bei dieser Bindung habe ich jetzt schon festgestellt, dass wenn du einen Garmont-Schuh reintust, dass wenn du vorne eigentlich ganz abdrückst, dass die Fällen nicht recht rauskommen mögen. Es ist ja so, dass der Garmont-Schuh respektive eben der Scott-Schuh heute schon angepasst Insert hat die Breite, und somit mit Dynafit wieder funktioniert. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. Es ist so, dass er, aber wenn du dort den Insert anschaust, nicht ganz rund ist, sondern der obere Teil ist rund und unten ist flach. Mhm. Und das kann dazu führen, dass der Pin da am Anfang leicht ein bisschen verhakt und der Hebelarm da, der Pinarm, nicht ganz mal lösen. Ist aber weiterhin nicht schlimm. Wenn man da ein bisschen bewegt, ist man geht sofort draussen. Okay. Aber es ist ein sehr präzises System. Du siehst, man hat hier einen kleinen Radius, eine kleine Auflage, Schulter, wenn ich dem sage. Hier ist auch die Schulterauflage. Das ist so präzise, das kann mal vorkommen. Mhm. Aber dann ein bisschen so machen und dann geht das auf. Okay. Ist also nicht so, dass es nicht aufgeht, sondern es ist nicht ganz frei. Ja. Vor allem eben, der Vorteil ist ja, es ist quasi nicht sicherheitsrelevant, weil der Sicherheitsteil der Bindung klappt ja immer auf, geht genau. Immer auf. Es ist mehr so die Ausstiegs- Komfort. Bequemlichkeit. Genau. Aber du kannst schon hinten auftun. Klar. Das ist auch noch möglich, was beispielsweise bei anderen noch nicht immer kannst. Oder? Ja. Du kannst hinten auftun, bist wieder draus. Genau. Aber es ist ja so, das ist sehr fein aufeinander abgestimmt. Das ist auch ganz wichtig, dass die Inserts immer sauber sind. Weil wenn der Pin nicht mehr genügend in die Insert rein kann, dann haben wir noch nicht wieder das richtige Resultat. Also das ist, wer eine Insert-Pin-Bindung, Insert-Schuhe fährt, unabhängig vom Hersteller, der muss schauen, dass die Anschlussbereiche sauber sind. Das heisst nicht nur von Schmutz, sondern noch nicht irgendwo verbocken oder was auch immer, dass das wirklich dort, die Öffnung frei ist. Okay. Das ist ganz wichtig, das ist ein sehr technisches Produkt, darf ich sagen. Okay. Ich habe gemerkt, dass wenn man die Bindung in einen Walk-Modus tut, dann ist zwar bis zu einer gewissen Kraft der Schlitten fixiert, gibt dann aber einen gewissen Druck trotzdem nach. Genau. Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass du hier der Druck ist echt der Deinwert, den du einstellen. Da hast du einstellen nach deinem Fahrertyp zwischen 5 und 12. Und das ist genau die Kraft, die du brauchst, dass der hier angeht. Mhm. Und auch in dieser Position, hier tun wir ein bisschen hier und hier halten, dass er schön zentriert ist, dass er da nachher auch gehen kann. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, du kannst schon im Aufstieg einmal einen Sturz haben. Oder schon wichtig, dass du eine Auslösung hast. Oder eben das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du in eine Lawine kommst und dann musst du fort können von dem Ski. Und das ist eine Seitwärtskraft kommt, die löst dann auch immer aus. Jetzt, die Bipack-Bindung hat ja die Zertifizierung von einer Alpin-Bindung mit der Frontauslösung. So in der Art, oder? Zertifizierung hat sie keine. Okay. Es gibt keine Zertifizierung eigentlich für eine Pin-Bindung. Und dort bei der Zertifizierung gibt es eine Alpin-Bindung und Tourenbindung-Standard. Mhm. Sie hat aber eine definierte Auslösung, okay, die du auf jedem Prüfgerät kannst überprüfen kannst. Die Frage ist mir, wird in Zukunft Pin-Bindungen in der Art gesehen, die auch im Alpin-Pistenbereich angewendet werden, weil ja, ich meine, das Gewicht spielt vielleicht auch dort mal eine Rolle. Nachher, die Kraftübertragung ist ja extrem direkt da. Ist, wenn man jetzt mit einer Alpin-Bindung vergleicht, ist das schon fast ein bisschen steinzeitlich, wie da verschiedene Plastik einfach aufeinander drücken. Das sieht man auch, wenn man alte Skischuhe anschaut. Die sind ja total ausgefressen. Also, kann es sein, dass
das System, oder ist das auch vielleicht eine Vision von euch, solche Systeme in einen breiteren alpinen Bereich zu bringen, oder ist das noch... Wir sehen den Einsatzbereich von Pin oder Tailpin-System durchaus in einem breiteren Einsatzbereich für die Zukunft. Ob das im traditionellen alpinen Bereich wird gehen und dort wird Fuß fassen, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber in einem Bereich, wo man laufen und fahren will, dort durchaus, und das System, das wir patentrechtlich schützen können, tut uns schon wieder viele Möglichkeiten auch für die Zukunft ermöglichen. Aber die Märkte müssen sich dort zuerst entwickeln. Im Moment sind wir wirklich bei den Tourenschuhen, die Inserts drin, und sonst keine anderen Schuhe, das muss man sehen. Aber im Schuhbereich geht Post ab und die geht in die Richtung mehr Komfort und auch gute Stabilität. Wenn man jetzt ein bisschen zum Beispiel bei Dynafit umschaut, die haben ja unterdessen schon eine Palette an Pinbindungen, die man gar nicht recht weiss, welche man jetzt einkaufen soll. Wird die an mir auch noch in mal eine Variation rausgehen, in welche Richtung wird es gehen, eher richtig stabiler oder eher richtig in den Rennsport rein, oder bleibt man erstmal? Unsere Strategie war ja immer, das sieht man auch bei den Stegbindungen. Wir haben pro Einsatzbereich eigentlich eine Bindung, die sehr viel abdeckt. Das ist unsere Strategie, das ist unsere Philosophie. Und hier auch, mit dieser Bindung können wir sehr, sehr viel abdecken. Aber es gibt natürlich auch Einsatzbereiche, wo die Bindung ist bauen für Touren oder Tour-Freeride. Durchaus gibt es dort andere Segmente, wo wir vielleicht mit anderen neuen Produkten auch wieder reingehen könnten. Es gibt eine starke Entwicklung in diesem Bereich. Und die verfolgen wir natürlich auch aufmerksam. Zum anderen sind es riesige Investitionen, die wir tätigen. Also wir können einfach immer Schritt für Schritt gehen. Aber wenn wir etwas bringen, sind wir der Meinung, dass wirklich ein echter Kundenbedürfnis und somit dann echte Kundennutzen generieren. Das ist halt wichtig, wenn wir in dieser Größe arbeiten wollen. Okay. Das stimmt. Gut, Stefan, danke vielmals für deine Zeit. Danke dir. Merci.